Hallo, hier ist der Kai von Nicht mein Kron. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Jawohl. Heute reden wir mal über B12 und einen B12-Mangel und wie du mit einem kleinen Trick aus diesem Mangel vielleicht wieder rauskommst. Ich bin immer noch kein Arzt, ich bin immer noch Sozialarbeiter, aber ich gebe dir heute einen kleinen Trick mit, den ich noch aus meiner Stoma-Zeit habe und den ich heute immer noch benutze. Und ich bin mit meinen B12-Werten wirklich da oben. Das ist sehr, sehr gut. Und das möchte ich dir gerne mit an die Hand geben, damit auch deine Werte wieder gut werden. Dieser Kanal hier richtet sich normalerweise an Menschen mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn. Und wenn du eine von diesen beiden Krankheiten hast, dann solltest du sowieso in regelmäßigen Abständen deine Werte bestimmen lassen. Alle Werte. Aber auch bitte, und das musst du extra dazu sagen, dem B12-Wert. Und bitte, egal ob du das zuzahlen musst oder ob das die Krankenkasse bei dir in deinem Fall übernimmt, bitte lass diesen Wert regelmäßig bestimmen. Ich mache das so einmal im Quartal. Aber viele von euch machen das, glaube ich, auch so. Aber bei einigen Leuten kommt dann auch raus, dass es tatsächlich einen B12-Mangel gibt. Und das ist bei CED keine Ausnahme leider. Ich selber hatte ja einen Stoma, das heißt einen künstlichen Darmausgang. Ich hatte einen Iliostoma, einen Dünndarmstoma und hatte ein Kurzdarmsyndrom. Das heißt, ich hatte keinen kurzen Darm, sondern alles, was ich oben reingesteckt habe, ist quasi in einer unglaublichen Geschwindigkeit unten wieder rausgekommen. Und der Körper konnte gar keine Nährstoffe daraus sich rausziehen, egal was ich gegessen habe. Und das war sehr, sehr schwierig und sehr, sehr problematisch. In meinem Fall brauchte ich damals eine künstliche Ernährung, aber ich habe dann einen Trick kennengelernt, über den wir jetzt hier gleich sprechen. Was ist B12 eigentlich? B12 ist ein wasserlösliches Vitamin, was der Körper braucht für den Energiestoffwechsel und zur Bildung von Blutzellen und zum Abbau von Nervenhüllen. Gerade Morbus Crohn-Kranke haben meistens einen hohen B12-Mangel, weil ganz, ganz viele Menschen, die am Morbus Crohn leiden, haben ihre Entzündung und ihren Entzündungsherd meistens am Übergang zwischen Dünndarm und Dickdarm. Und es ist so, dass B12 wird in der Schleimhaut des Dünndarms produziert und vom Dickdarm aufgenommen. Das ist schwierig, wenn das durchtrennt ist. Leuchtet ein. Oder wenn ein Teil des Darms irgendwie zerstört ist und deswegen sowieso schon nicht genug Nährstoffe aufgenommen werden können. Und da kannst du relativ schnell in einen Mangel geraten. Viele Patienten bekommen dann Spritzen dagegen oder du kannst halt Tabletten aufnehmen. In meinem Fall haben die Tabletten gar nichts gebracht, sage ich direkt, wie es ist. Spritzen habe ich aber auch nicht bekommen, denn mir wurde ein Trick mit an die Hand gegeben. Und für den bin ich heute noch sehr, sehr dankbar, denn er hat bei mir wirklich sehr gut funktioniert. Und ich würde dich einladen, nimm dir das auch mal mit in dein Leben, geh zu deinem Arzt, frag nach, ob man das mal ausprobieren kann. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und zwar gibt es, und jetzt ganz kurz, ich werde nicht bezahlt dafür oder so. Ich habe lange überlegt, halte ich jetzt so ein Ding in die Hand, in der Hand hier in die Kamera. Aber wir machen das jetzt trotzdem, weil das Produkt nehme ich tatsächlich jetzt schon seit 3 oder 4 Jahre ungefähr und meine Laborwerte sind sichtlich besser geworden, jawohl. Es ist in meinem Fall dieses Präparat hier und zwar sind das Lutschpastillen. In diesem Fall ist es so, dass sie leider Gottes nach Himbeer schmecken. Das ist der einzige Nachteil dabei. Ich mag sowas gar nicht eigentlich, wenn da so Chemie drin ist, die dann für so einen Geschmack sorgt. Aber trotzdem sind es so Lutschpastillen. Ich hole mal eine raus. Die sehen halt quasi so aus. Warte mal, ich mach mal hier mit dem Fokus. Da, so sehen die aus. Und die kannst du einfach lutschen. Die schmecken wie ein Himbeerbonbon. Und davon eine am Tag. Und jetzt kommt der Trick. Das Ganze wird über die Mundschleimhaut aufgenommen. Denn ich habe ja gerade gesagt, es geht über die Magenschleimhaut, wird das produziert. Und im Dickdarm wird es aufgenommen. Wenn du das jetzt quasi im Mund hast, lutscht das, wird es durch die Mundschleimhaut aufgenommen und du umgehst somit den Magen-Darm-Trakt. Das ist total cool und es funktioniert tatsächlich. Ich brauchte keine Spritzen und bis heute, ich nehme die Dinger heute noch und bis heute sind tatsächlich meine Blutwerte im B12-Bereich richtig top. Und ich bin Veganer, das darf man auch nicht vergessen, weil Veganer ja auch B12 nochmal supplementieren sollen.
war ich zur Stoma-Zeit aber nicht. Und da habe ich das schon hinbekommen. Ich habe tatsächlich das getestet. Ich habe die Sachen weggelassen, habe Tabletten mal genommen, habe mal gar nichts davon genommen und du siehst richtig die Veränderungen im Blutbild. Und das hat wirklich super funktioniert. Wenn du keinen Bock auf B12-Spritzen hast, die ja meistens verschrieben werden und dann kriegst du die, wenn du da keinen Bock drauf hast, dann frag doch mal deinen Arzt, ob solche Sachen nicht auch möglich wären. Es gibt von ganz vielen anderen Anbietern auch sowas. Ich habe jetzt nur meins hier in die Kamera gehalten, weil ich dieses Produkt mittlerweile seit 3-4 Jahren nehme. Ja, du kannst natürlich auch ein anderes nehmen. Dieses hier findest du unten auch nochmal verlinkt, wenn du es schnell haben möchtest. Also, denk dran, mit deinem Arzt drüber sprechen. Ich bin kein Arzt. Hier erzählt dir ein Sozialarbeiter und ein selber Betroffener davon. Probier das gerne mal aus, wenn du dich damit rumplagst. Und bitte lass es regelmäßig kontrollieren, denn ein Mangel kommt meistens schleichend. Und du möchtest keinen B12-Mangel haben, denn dann wirst du müde, träge, die Haut wird komisch und das möchtest du einfach nicht haben. Also, lass es regelmäßig kontrollieren. Versuch mal, über die Mundschleimhaut den Darm zu umgehen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit, das Ergebnis zu genießen, weil dir geht es einfach besser damit mit B12. So ist es. Ich hoffe, dieser Trick war für dich auch etwas Neues und du konntest dir da was rausziehen für dich. Ich würde mich freuen, wenn du einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben würdest, wie du deinen Mangel beseitigt hast. Oder wenn du mich ein bisschen korrigieren möchtest, kannst du das auch gerne hier unten machen. Dann haben alle im Grunde genommen was davon. Jawohl. Wir sehen uns bald wieder, hören uns bald wieder. Bis dahin bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei. Ich bin raus. Bis dahin. Tschüss.